Mittwoch, 14.15 Uhr deutsche Zeit. Und ich sage herzlich willkommen zum Urlaubschecker-Ferngesteuer aus Ägypten, um ganz genau zu sagen, aus dem Mövenpick-Resort, und zwar in El Buna. Wir möchten gar nicht viel Zeit verlieren, denn wir haben nur 15 Minuten im Fernsehen, aber darüber hinaus noch auf Facebook bis zum Ende des Rundgangs. Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen länger dauert als 15 Minuten, aber wir möchten natürlich den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern möglichst viel in den ersten 15 Minuten zeigen. Deswegen werde ich jetzt direkt die Kamera übernehmen und meine Begleiterin vorstellen, weil meine Begleiterin ist hier. Ja, ich würde sagen, sie gehört zum alten Eisen, das hört sich so komisch an, aber sie ist wirklich seit Eröffnung fast dabei. Das ist Brigitte Gubran und sie ist hier auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit vom Hotel und sie hat sich nicht nehmen lassen, mit uns heute hier den Rundgang zu machen. Herzlich willkommen, Brigitte, und danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo Andreas, hallo Sonnenpferd TV, herzlich willkommen im Mövenpick El Buna. Und wir fangen an, würde ich sagen. Super, dann gehen wir doch gleich los. Das ist übrigens die Lobby, ich mache mal einen Rundschwenk. Hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen Sie an und hier bekommen Sie Ihre Zimmer zugewiesen. Und von hier aus geht es dann in den wohlverdienten Urlaub in dieser wunderschönen Anlage. Wir haben ja heute schon mal eine Live-Schalte gehabt bei Sonnenklar TV und da haben wir einen schönen Punkt zeigen können. Und einer meiner Lieblingspunkte ist natürlich hier die Terrasse, wenn man aus der Lobby rauskommt. Absolut, das ist der erste Eindruck, den man hat. Man kommt an, Urlaub beginnt, man hat diesen Ausblick, besser kann es ja wohl kaum sein. Man hat einen schönen Überblick über das Hotel, man sieht die wunderbaren türkisfarbenen Farben des Roten Meeres, die wir hier in El Buna haben, den Garten, diese sehr große Gartenanlage, man sieht schon einige Gebäudeblöcke mit den Zimmern. Und das sind die Zimmer, die wir heute auch bei Sonnenklar bewerben in dem Package. Die haben nämlich Meerblick, da ist das Upgrade dabei. Genau, das sind die Deluxe-Zimmer mit Meerblick, die für die Sonnenklar-Gäste im Angebot sind. Super schön. Ich liebe diese Anlage und vor allen Dingen auch, vielleicht sieht man es im Fernsehen oder auch auf dem Bildschirm, am Laptop, am Handy, diese tollen Türkistöne. Das ist natürlich ein wirkliches tolles Phänomen hier am Roten Meer. Die verschiedenen Tiefen vom Wasser verursachen diese Türkistöne. Und das macht natürlich schon ganz viel Lust auf Urlaub. So, wo dürfen wir jetzt anfangen? Wir gehen zuerst in den Restaurantbereich und schauen uns da ein bisschen um und laufen dann weiter. Let's be my guide. Wir waren ja heute Mittag schon ein bisschen naschen am Buffet. Es war sehr lecker. Und da gehen wir jetzt hin. Wir werden es vermeiden, ins Restaurant reinzugehen, denn da ist immer die Internetverbindung ein bisschen schwach. Und wir möchten natürlich vermeiden, dass wir aus der Leitung geschmissen werden. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal über die Piazza, denn auf der Piazza ist auch das italienische à la carte Restaurant. So, Brigitte, das ist die von dir angekündigte Piazza. Genau. Ich weise immer gerne darauf hin, wie schön die Grünanlagen hier gepflegt sind. Die Gärtner machen hier wirklich einen harten Job in der Sonne. Absolut, alles muss Und das muss einfach auch mal erwähnt werden. Und die freuen sich auch, wenn sie eine Tafel Schokolade mitgebracht bekommen. Für den einen oder anderen Euro Trinkgeld sind die auch sehr dankbar. Man kann sehr schön sehen, dass man hier auf der Piazza auch draußen sitzen kann zum Essen. Hier ist das Buffet-Restaurant, was jetzt gerade schließt. Wir sind ja eine Stunde hinter Deutschland. Ja. Ne? Hier also ist das Mittagessen jetzt zu Ende. Essen. Man kann drinnen essen, man kann draußen essen. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre abends auch. Mega schön hier. Piazza ist nahe zur Rezeption, so ein bisschen das Herz der Anlage und auch sehr gemütlich. Hier befindet sich ja auch das italienische Restaurant. Genau, das auch im All-Inclusive-Programm inbegriffen ist. Das also, ist hier, ne? Das, genau, italienisches Restaurant, Mittags- und Abendessen, à la carte Restaurant, wo man ohne für die Gäste mit All-Inclusive auch so oft man essen Unlimited. Möchte. Unlimited, ne? Genau. Also und du hast auch gesagt, man muss nicht zwingend einen Tisch reservieren. Aber da die ja nicht so groß sind wie die Buffet-Restaurants, wäre es schon ein Vorteil, absolut, wenn man wir reserviert. Das, schon, ja. Das kann man an der Rezeption machen? Das kann man bei der Gästebetreuung machen, die auch Deutsch spricht. Also die nehmen gerne die Tischreservierung entgegen. Dann hier haben wir auch, genau, eine das sehr orientalische Kaffee. Ne? Ja, das gehört natürlich dazu. Die Restaurants, die viele Hotels in Ägypten haben das auch. Ein bisschen ein Local Touch, wo man abends auch Shisha, die Wasserpfeife, rauchen kann. Das habt ihr aber im Prinzip untervermietet und dann muss der Gast auch die Shisha bezahlen. Genau, das ist richtig. Ja, für kleines Geld kann man hier dann Beduinentee trinken und so eine entspannte Atmosphäre. Hier haben wir auch. Und natürlich auch ein bisschen shoppen gehen. Shoppen,
manchmal vergisst man ja die Sonnencreme oder ein paar Souvenirs. Wer dann nicht aus dem Hotel rausgehen möchte, der hat die Möglichkeit, das hier im Hotel alles zu erledigen. Wobei ich immer dazu tendiere zu sagen, raus auch mal aus dem Hotel. Auf jeden Fall. Ja. Kann man ja in der Luna auch super gut machen. Man kann auch von unserer Anlage hier sogar zu Fuß gehen, 10 Minuten. Ist das auch wirklich abends sehr gemütlich. Oder man kann sich ein Tuk-Tuk nehmen und kann da ein bisschen auch El Guna entdecken. Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen, El Guna mal mit dem Tuk-Tuk zu entdecken. Denn in El Guna gibt es ganz viele Tuk-Tuks. Und ich weiß, dass hier in Mövenpick auch immer Tuk-Tuks vor der Türe stehen. Also man hat immer die Möglichkeit, mit dem Tuk-Tuk vorwärts zu kommen. Mein zusätzlicher Tipp noch dazu, dass man vielleicht auch mal El Guna von der Wasserseite kennenlernt. Ich mache hier immer wieder noch gerne einen Schwenk in die Anlage rein, weil das ist wirklich paradiesisch schön. Das wäre auch wieder ein Schwachpunkt. Aufzug haben wir natürlich auch. Den ja, hier, den ich habe gerade gesagt, bewusst keinen Aufzug genommen, damit uns die Internetverbindung hält. Genau, aber Aufzüge gibt es. Wir haben 4 Aufzüge. Verbindung hier unterbrochen wurde und ich hoffe sehr, dass wir wieder auf Sendung genommen werden. Irgendetwas hat unsere Verbindung beeinträchtigt. Das ist sehr schade. Wir sind extra keinen Aufzug gefahren, nur Treppen gelaufen, aber das ist nun mal live. Da kann man leider nichts dran ändern. Hier auch nochmal im Verlauf des Wasserfalls, der geht bis vorne hin an den Strand. Ja, genau, das sind Pumpe, das ist natürlich nicht irgendwie ein Quellwasser oder so. Wir sind hier in Ägypten, aber das ist Meerwasser, das gepumpt wird und halt so einen schönen Aspekt in der Anlage gibt. Ja. Okay, gut, dann also wir entschuldigen uns nochmal für die technische Panne. Da haben wir leider jetzt keinen Einfluss drauf gehabt, dass uns das Internet hier einen Streich spielt. Wir versuchen schon immer auch im Vorfeld zu testen, ob es irgendwelche Schwachpunkte gibt mit dem Internet. Das ist jetzt leider ärgerlich. Aber wie gesagt, der Urlaubschecker ferngesteuert, den kann man ja später auch auf YouTube noch anschauen. Da werden dann die Disconnections, also die getrennten Verbindungen, nicht mehr angezeigt und das Video läuft durch. Also von daher einfach später vielleicht nochmal auf YouTube schauen oder eben auch auf der Facebook-Seite von Sonnenklar TV. Da sind wir jetzt zeitgleich auch live. Wir sind jetzt hier im Spa und Beauty Area. Ich mache mal einen kurzen Schwenk rein. Hier kommen die Gäste an und warten, bis sie für ihre Behandlung abgeholt werden. Und im hinteren Bereich sind dann die Türkisch Bad, Hammam, Sauna, Jacuzzi, Dampfbad. Behandlungsräume, die Massageräume auch. Dieser ganze Bereich ist ein bisschen der Sportbereich. Da hinten ist der Fitnessraum, der ist geöffnet rund um die Uhr, 24 Stunden. Man kann also Ist natürlich eine tolle Sache. Genau, und es ist kostenlos auch für die Gäste. Der Pool eben für, wenn man nach dem Sport noch ein bisschen schwimmen möchte. Und hier ist auch sehr ruhig. Hier ist wieder animiert. Ruhig. Genau. Ja, es ist auch, glaube ich, kinderfreier Bereich absolut, hier. Absolut, genau. Ne? Ja. Dann haben wir die zwei Tennisplätze. Ihr habt sogar einen Squash-Court. Wir haben eine Squash-Halle, eine klimatisierte Indoor-Squash-Halle und 2 Tennis-Sandplätze, was auch sehr geschätzt wird von den Gästen. Super. All-inklusive Paket übrigens, Squash und Tennis tagsüber zu gewissen Zeiten inkludiert. Okay, aber auch da muss man reservieren. Ist besser, wo macht auch man die Reservierung? Hier gerade beim Health Club, siehst du da der kleine... Da ist eine Theke, wo auch die Handtücher ausgegeben werden. Genau. Und bei dem Mitarbeiter kann man die Termine machen. Genau, absolut. Gut, man kann auch abends Tennis spielen, aber dann zahlt man einen kleinen Aufpreis, weil dann die Flutlichtbeleuchtung angemacht werden muss. Ne? Gut, also so eine richtige Oase hier innerhalb der Hotelanlage nochmal, die ja eh nicht so groß ist und baulich so geplant ist, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, was eine Riesenanlage. Ja, kleine Gebäude, zweistöckig glaube ich maximal, oder dreistöckig. Genau, zwar dreistöckig, also die Anlage ist eigentlich schon sehr, sehr groß, aber kommt einem auch gar nicht so vor. Weil es sich eben so zieht, ja. Wir werden auch nicht den kompletten Strand ablaufen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn der hat sage und schreibe 1,5 Kilometer und das Ganze jetzt heute bei knapp 40 Grad. Wir werden ein bisschen drüber erzählen, beziehungsweise Brigitte, denn sie ist ja wirklich hier, ja, ich sag mal, der Dinosaurier hier im Hotel, aber mit vielen anderen Kollegen zusammen, weil das ist ja, ich komme ja selber aus der Hotellerie, Brigitte, und es ist ja nicht normal, also untypisch, dass jemand so wahnsinnig lang in einem Ferienhotel
Hotel am gleichen Hotel arbeitet. Genau, man switcht ja gerne schon mal. Man switcht, sind aber doch ja auch viele, gemacht. Genau, viele Mitarbeiter, die halt wirklich auch die Vorzüge von El Guna genießen oder die Kinder gehen hier zur Schule und man fühlt sich hier halt wohl. Und das ist auch, merken wir dann auch, dass die Mitarbeiter sehr treu sind. Ja. Und ist auch immer das spricht ja auch fürs Management. Genau, ja. Ja, denn man sagt ja immer, der Fisch stinkt zuerst am Kopf. Ja, und wenn es da nicht passt, dann suchen die sich einen neuen Job, die Mitarbeiter. Ist auch für die Stammgäste immer schön, wenn man da erkannt wird. Ein Stück nach Hause kommen und dann sagt, welcome back. Eine schöne Sache. Und das ist eigentlich auch ein Phänomen, was ich ja öfter, wir kommen ja ein bisschen rum hier, was ich öfter erlebe in den Hotels. Also die Hotels wirklich, wo alles stimmt, die wirklich einen guten Job machen. Die haben auch viele langjährige Mitarbeiter. Ja. Und da ist es für die Gäste wirklich wie mein zweites Zuhause. So. Und ich kriege ja auch mit, dass die Gäste kleine Geschenke mitbringen für die Angestellten hier, ne, aus Deutschland. So, wir sind jetzt hier am Activity Pool. Und da werden wir gleich am Poolrestaurant halten. Brigitte, das ist auch ein Buffet-Restaurant und à la carte Restaurant, ne? Das Pool-Restaurant ist nur à la carte. Also genau, mit All-Inclusive hat man mittags das Buffet-Restaurant oder zwei Pool-Restaurants à la carte inbegriffen. Man kann sich da auswählen, was man möchte. So, wir machen hier nur einen kurzen Schwenk, denn im Badebereich muss man immer so ein bisschen die Privatsphäre von den Gästen achten. Das Animationsprogramm, tagsüber Soft-Animation, Wassersport, Wasserball. So, okay, und wer seine Ruhe haben will, der hat ja hier zwei Möglichkeiten. Entweder im Spa-Bereich zum Pool oder eben nochmal einen separaten Pool. Genau, dann gibt es noch den Ruhepool und natürlich den ganzen Strand, Lagunenstrand, wo es wirklich sehr, sehr ruhig ist und wo man da auch seine ruhige Ecke findet und sich sehr ruhig entspannen kann. Das ist auch das Schöne hier bei Mövenpick. Ihr habt ja die Möglichkeit, dass der Gast entweder den Lagunenstrand genießen kann oder hier eine Schwimmlagune, die dann ins offene Meer geht. Genau, die ja eigentlich eben, das ist nicht irgendwie, man denkt oft, das ist irgendwie eine stehende Lagune, die ist ja offen zum Meer, also das ist Meerwasser, das da ausgetauscht wird und man kann wirklich von der Lagune auch ins Meer schwimmen, also hat da wirklich auch alle Vorzüge. Super. So, Andreas, hier sind wir im Poolrestaurant. Ich mache einen kleinen Schwenk rein und zeige auch mal die Karte. Der eine oder andere wird jetzt sagen, da stehen ja Preise drauf. Ja. Das ist einfach, weil hier auch Halbpension verkauft wird und auch Übernachtung, Frühstück. Absolut, Und die Gäste, die kein All-Inclusive haben, die haben eben die Möglichkeit, hier auch zu essen. Aber die müssen im Vergleich zu den All-Inclusive-Gästen bezahlen. Die müssen es bezahlen, genau. Also Pool-Restaurants für All-Inclusive inbegriffen, da gibt es alles Mögliche. Und ich sehe da sogar Brezen auf dem Tisch stehen. Ja. So einen kleinen Schwenk da drauf. Ja. Schau mal da. Ja, dann muss ich ja dann natürlich das Frühstück auch noch ansprechen. Ja. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Es ist ja Mövenpick und Mövenpick ist ja so ein bisschen die Assoziation auch zur Schweiz. Ja, ihr habt hier tatsächlich morgens beim Frühstücksbuffet Bircher Müsli auf dem Buffet stehen. Absolut. Ist das richtig? Genau, das ist schon wichtig, das gehört dazu. Nach Schweizer Originalrezept. Aha. Und Dr. Bircher, also Bircher Müsli und auch das Zopfbrot, das kann man ja sicher auch in Deutschland. Das wir machen das Zopf, aber ihr macht den Zopf in der Schweiz so leicht salzig, glaube ich. Ja, genau. Und wir in Deutschland kennen den Zopf und eher süßlich. Mit Konfi, mit Konfitüre, mit Marmelade. Ja. Genau. Etwas anderes, was auch noch speziell ist, in den Mövenpick Hotels, in allen Mövenpick Hotels als Schweizer Spezialität, haben wir jeden Tag die Chocolate Hour. Also das ist eine Stunde in gefährlich. Der Lobby. Ganz genau, gefährlich. Genau, wo es so Schokoladenspezialitäten gibt, ein kleines Schokoladenbuffet, wo die Gäste sich bedienen können. Also da muss man also auch nichts dafür bezahlen. Und es ist immer so ein netter Ort, wo man sich dann auch trifft und wo man so kleines Stückchen Schokolade oder Schokoladenfondue, das wechselt auch immer ab. Oh Gott, Schokoladenfondue gibt es da auch? Gibt's auch. Mit Früchten oder was? Ja, genau. Oh nein, das ist für den verfressenen Andreas nichts. Dann würde ich noch mehr zunehmen. Andreas, ist natürlich, unsere Anlage ist so weitläufig, also man läuft sich das alles immer wieder ab. Also okay. Ein bisschen Schokolade bis zum Zimmer zurücklaufen, dann hast du die Kalorien. Also ich möchte dann immer, sollte ich als Gast mal herkommen, die Chance ist sehr unwahrscheinlich, weil ich wohne ja gar nicht weit weg von hier. Aber wenn, dann möchte ich das Zimmer haben, was am weitesten weg ist vom Restaurant. Ja, das ist vielleicht auch noch etwas, wo ich gerne darauf hinweisen möchte. Wir haben eben ganz verschiedene Zimmerlagen. Und es gibt Mehrblickzimmer, die sind in der oberen Etage direkt zur Rezeption oder da gibt es welche, die sind eher näher am Strand zu. Und wir gehen wirklich sehr, sehr gerne auch auf diese Zimmerwünsche darauf ein. Okay. Und wenn wir das im Voraus wissen, wenn die Kunden uns anschreiben, über das Reisebüro, über Sonnenklar Reisebüro, können auch gerne meinen Namen nennen und so, dann ermöglichen wir wirklich nach Möglichkeit immer diese Zimmerwünsche und sind eigentlich auch froh, weil
Jeder Gast hat so ein bisschen andere Präferenzen. Es gibt welche, die fühlen sich hier wohl, andere fühlen sich lieber an der Lagune wohl. Und das finden wir eigentlich auch schön, wenn wir das im Voraus wissen. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das schon angesprochen haben, Brigitte. Ihr seid ja nicht nur, wie sagt man denn, wenn man mit dem Rollstuhl kommt, nicht nur barrierefrei, so, jetzt habe ich das Wort. Ihr seid ja sogar behindertengerecht eingerichtet zum Teil, ne? Genau, also eben diese, was ich schon erwähnt habe, diese 15 Zimmer, die wir haben. Wir haben auch Gruppen, die zum Teil kommen und die eben hier wirklich ideale Bedingungen vorfinden, wo man wirklich überall auch an den Strand rankommt. Wir haben auch zum Beispiel auch eine Kite-Schule, wo wir auch schon Gäste im Rollstuhl hatten, die auch speziell Kite waren. Das ist natürlich ein toller Service. Viele, genau, gibt da tolle Sachen auch. So, schauen wir uns doch mal ein Zimmer an. Da sind die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich ganz scharf darauf. Dann direkt so eine Schreibtischecke, wo auch die Minibar steht, Kaffeestation, Mineralwasser, das wird, glaube ich, täglich aufgefüllt. Genau, ne? Übrigens die Minibar auf der anderen Seite, die ist auch gefüllt und ist im All-Inclusive-Programm inbegriffen. Und wird die täglich auch aufgefüllt? Die wird täglich aufgefüllt. Also die Getränke der Minibar, Softdrinks und auch Bier und Wasser wird täglich aufgefüllt und ist im All-Inclusive inbegriffen, jeden Tag. Das ist natürlich ein toller Service. So, ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit dem Kameraschwenk hier, aber sie hat sich wieder gefangen. Dann haben wir den obligaten Wasserkocher, Nescafé, Tee, verschiedene Teesorten, sehr großzügiges Badezimmer. Absolut, und eine schöne, große, begehbare Dusche. Genau, begehbare Dusche. Das mag ich auch immer sehr gerne. Ja, und dann hier für die Damen, separaten Schminkspiegel sogar. Ja, was wir auch haben, ich weiß nicht, ob man es sieht, Andreas, wir haben auch die Produktespender, also Seife, Bodylotion, Conditioner. Sehr hochwertig sogar. Also hochwertige Produkte und wegwerfplastikfrei. Wir sind seit einem Jahr, haben wir praktisch alle Sachen, die früher in Plastik eingepackt waren, haben wir jetzt Hair und Body Shampoo, Hand und Body Wash und Conditioner. Ja, ist eigentlich alles für die Haare, für die Damen. Und wirklich nichts mehr in Plastik, wo es irgendwo geht, vermeiden wir Plastik im ganzen Bereich. Let's make it green, oder wie sagt man dazu? Ja, ne? Genau. Ist Elguna ja auch so ein bisschen federführend hier in Ägypten, was Recyceln angeht. Elguna hat eine eigene Recycle-Anlage, eine Mülltrennanlage. Und hier sieht man, ganz untypisch eigentlich für Hotelzimmer in Ägypten, das Bett steht mitten im Raum. Genau, das Bett ist zentriert. Wir haben jetzt hier ein Deluxe-Zimmer mit King-Size, also Doppelbett, gibt es aber auch mit zwei getrennten Betten, die dann zusammengeschoben sind. Und vielleicht können wir mal gleich zeigen, was so der Vorteil ist, wenn man das Bett zentriert hat. Nämlich, ich stelle mich jetzt mal hinter das Bett und halte die Kamera geradeaus vom Bett weg. Von diesen Zimmern aus, mit diesem Bett. Ja, jetzt ist wahrscheinlich vom Belichtungs her ein Problem, dass man das nicht so gut erkennt. Aber man liegt im Bett und schaut aufs Meer. Genau. Und das ist natürlich toll. Das Zimmer hat also nicht nur Meerblick, das Zimmer hat auch vom Bett aus mehr Blick, nicht nur vom Balkon aus. Ach, jetzt haben wir hier ein bisschen Durchzug gemacht. Das tut ganz gut, aber ich möchte natürlich schon den tollen Blick hier vom Balkon. Und wir sind jetzt hier nur in der ersten Etage. Das ist schon toll, wenn man jetzt ein Zimmer erwischt, eine Etage noch höher, ist der Blick natürlich noch besser. Ja? Aber hier, schaut euch das an. Diese Töne hier. Wir leben jetzt 10 Jahre in Ägypten und ich kann mich immer wieder daran begeistern, über dieses Blau, diese Türkistöne im Meer, dieser blaue Himmel, die Palmen, die tollen Grünanlagen in den Hotels. Also das macht wirklich großen Spaß. So, dann gehen wir weiter. Ein Zimmer mit Balkon, sehr großer Balkon auch. Und dann, das sind die Deluxe-Zimmer, die Zimmer mit Gartenblick, sind eigentlich auch sehr, sehr schön, aber die im Angebot haben wir jetzt das Upgrade. Ja. Gartenblick, die sind im Erdgeschoss und haben aber auch wirklich sehr schönen Ausblick. Aber selbst da kann man über das Grün, kann man in die Lagune reinschauen. Genau, je nachdem wie die Büsche halt wachsen, ist dann nicht mehr uneingeschränkter Meerblick. Deshalb ist das Kategorie Gartenblick, aber auch da ganz oft sieht man so ein Stückchen Meer, ein bisschen Blau dazwischen. Ja, vor allem wenn jemand gerne im Erdgeschoss wohnt und lieber eine Terrasse hat als einen Balkon. So, dann gehen wir mal weiter. Und ich sehe gerade, es gibt hier auch Zimmer mit Verbindungstür. Genau. Das heißt, wenn eine Familie kommt mit den Kindern,
kann man sich ein Zimmer mit Verbindungstür geben lassen als Family Room. Ja, also wir haben Family Rooms auch. Für andere da ist aber dann alles in einem Zimmer, ne? Genau, das sind mit Maisonette-Stil Duplex-Zimmer, die noch die Zimmer auf zwei Betten auf einer offenen Schlafebene haben. Und das wäre jetzt die Option, wenn man sagt, ich will ein bisschen mehr Platz haben, zwei Badezimmer. Ja. Dann, oder die Kinder sind schon größer und wollen auch ihre Privatsphäre haben, das geht ja dann irgendwann los. Ja. Von hier aus, Brigitte, schaut man nochmal in einen Lagunenstrand und das gehört natürlich auch hier zum Mövenpick, was man hier sieht. Das, wie du vorhin gesagt hast, das laufen wir jetzt nicht alles ab, aber könnte man machen, machen unsere Gäste auch immer. Das ist ein ganz sehr, sehr schöner, ruhiger Bereich, sehr viel Lagune und die Lagune geht wirklich so runter, 2,5 Meter, wo man auch sehr schön, das ist eine Badelagune, wo man sehr schön schwimmen kann. Super. Und die Zimmer haben dann wirklich, die am Lagunenstrand sind, die haben die Erdgeschosszimmer, wie du sagtest, im Parterre, die laufen zwei Schritte und dann hast du und sind am Strand. Und dann hast du deinen privaten Liegestuhl vor deinem Zimmer. Und mega. Das ist natürlich schon toll. Sehr, mega sehr schön. Viele Gäste, gerade die deutschen Gäste, die sagen, wir laufen gerne ein bisschen weiter, aber sind dann gerne an der Lagune. Ja. Und was wir dieses Mal auch nicht zeigen werden, hinter diesen Gebäudeblöcken, die man sieht, hinten dran ist noch einmal, das ist der große... Man läuft hier über diese Brücke. Man läuft über die Brücke. Und hat hier hinter diesem Gebäude dann den Ruhebereich. Ja, sehr schöner, großer, genau. Das ist ein sehr großer Swimmingpool auch. Ruhebereich, die Lagune geht drumherum, man sieht auf dem Golfplatz, man hat Abendsonne, also es ist wirklich auch ein sehr stimmiger Ort. Und man bekommt auch was zu trinken oder muss ich dann jedes Mal 5 Kilometer laufen, bis ich was zu trinken kriege? Bei uns verhungert und verdurstet niemand, nein. Auch dort Poolrestaurant mit Swimmerbar, wo man mittags was essen kann. Ah, die haben auch Snacks da? Absolut, inkludiert im All-Inclusive auch und Getränke natürlich, okay, so viel man möchte. Perfekt. Also wirklich für jeden was dabei. Würde ich schon sagen. Ja, und das auch dadurch, dass die Anlage so groß ist, ich meine jetzt Quadratmeter groß, entzerrt sich das ja auch alles. Ja, genau. Ne? Also eben, das ist ja auch in der Hotelbeschreibung. Das Hotel hat, Mövenpick hat 420 Zimmer bei voller Auslastung. Im Moment sind wir knapp über 90% ausgelastet. Dann reden wir schon 700-800 Gästen. Aber das tagsüber verteilt sich das komplett, das verläuft sich. Jeder findet da seine ruhige Ecke und man hat wirklich nie den Eindruck, dass man so in einer Bettenhochburg ist oder sowas. Okay. Ja, und es kann sich auch ein bisschen entzerren, weil der eine ist an der Strandbar mittags, der andere geht ins Buffet-Restaurant, der andere bleibt in dem Ruhebereich und isst da einen Snack, weil viele frühstücken ja ausgiebig und wollen mittags dann nur eine Kleinigkeit. Genau. Dann zweimal am Tag ein volles Buffet essen, wäre selbst mir mit meinem Übergewicht zu viel. Aber das kann ja jeder nach seinen Bedürfnissen selber entscheiden. Hier habe ich vorhin gestanden und habe die Live-Schalte gemacht. Genau, ist eine ganz tolle Terrasse. Das ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Blick möchten wir all unseren Sonnenklar-TV-Zuschauern auch noch mal zeigen. Also man hat hier wirklich einen atemberaubenden Blick auf die Lagune, auf das türkisblaue Meer. Und da hinten ist genauso jemand, den du ansprechen wolltest auch, Brigitte, nämlich? Genau, die Kitesurfer. Die Kitesurfer. Ja, heute Morgen war windstill, da waren die alle, die haben alle gewartet natürlich. Elguna generell ist sehr bekannt für Kitesurfer und unser Hotel nochmal speziell, weil wir den Kitestrand innerhalb der Hotelanlage haben, was wirklich ein absolutes Plus ist. Also wenn eine Familie kitet, wenn morgen ein Partner kitet und der andere nicht, man bleibt aber immer zusammen und kann dann, wenn der Wind weht, sich das Brett schnappen und gleich aufs Meer rausgehen. Vielleicht hier auch noch, Andreas, ist schon eine freie Liege, also es ist 2 Uhr Nachmittag, wir haben wirklich immer... Kein Liegenproblem. Kein Liegenproblem. Ja, bei 1,5 Kilometer Strand, wer da nicht ein freies Plätzchen findet... Ja, also es findet da wirklich immer jeder Platz. Das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, als wir Lagune durchgelaufen sind. Genau, ja, es gibt wirklich ausreichend Platz hier und ja, ihr Lieben, lasst das einfach mal auf euch wirken. Vom Blick her, vom Strand her, ist das schon mega schön. Wir haben Kiten angesprochen, natürlich haben wir auch alle anderen Wassersportarten. Wir haben die Tauchschule in der Hotelanlage. Surfen sehe ich hier auch. Genau, Surfen, Stand-Up-Paddling, was ja auch sehr populär ist. Also es gibt da wirklich alle Möglichkeiten. Oder man macht einen Ausflug mit dem Veranstalter, ist natürlich auch möglich. Oder dass man mal rausfährt an die Riffe zum Schnorcheln. Genau. Weil das ist wirklich großes Kino. Wer mich kennt und meine Schalten kennt, der weiß, dass ich also immer gerne das Tauchen und das Schnorcheln hier auch anspreche. Hier gibt es ja auch eine Tauchschule. Hier kann man in der einen Woche, wenn man möchte, sogar den Tauchschein machen. Da braucht man 3 bis 4 Tage. Also ich kann nur jedem raten, der da ambitioniert ist, dass unbedingt einmal auszuprobieren, hier die Riffe, die Fische, die Korallen anzuschauen. Es ist wirklich großes Kino
Und wer da noch mehr möchte, der kann dann mal einen Schnuppertauchgang machen, um zu sehen, ob er mit dem Tauchgerät klarkommt unter Wasser, weil das ist ganz wichtig, dass man damit klarkommt, sonst hat das ganze Tauchen keinen Sinn. Dafür gibt es dieses Schnuppertauchen. Und wer dann noch Lust hat und dann Blut geleckt hat, der hat die Möglichkeit, hier innerhalb dieser einen Woche den Tauchschein zu machen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil dann ist man befugt, weltweit tauchen zu gehen. Genau, mit dem Pad-System hier. So, ich habe aber trotzdem noch ein Anliegen, denn ich würde gerne den Gästen noch ein Restaurant zeigen. Das haben wir noch nicht gezeigt. Wir haben ja das Buffet-Restaurant gezeigt, wir haben das italienische Restaurant gezeigt, wir haben das Pool-Restaurant gezeigt. Das sind alles die Inklusiv-Restaurants. Und natürlich, wenn man am Roten Meer ist, sollte man vielleicht auch schon mal ein bisschen Fisch essen. Der eine oder andere isst gerne Fisch. Der Fisch, der ist aber hier kostenpflichtig. Das Restaurant, da muss man bezahlen. Ja, und das ist auch in keinem All-Inclusive-Package enthalten. Das Fischrestaurant, da muss man ein paar Euro zahlen. Wer gerne guten Fisch isst, dem ist es das mit Sicherheit wert. Genau, muss man zahlen. Man kriegt aber eine Gutschrift. Also man kriegt 150 ägyptische Pfund, werden da angerechnet. Mit dem kann man sich eine Vorspeise oder so, also man kann nicht das ganze Abendessen mit dem begleichen, Okay. Aber kann man doch schon einiges, kann man sich doch, wird doch angerechnet, wenn man Halbpension oder All-Inclusive ist. Ja. Ja, super. Und das ist wirklich so, das ist so, wir werden es jetzt gleich sehen, wenn wir hinlaufen. Ja, vor allem den Blick. Ich möchte ja, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch diesen Blick sehen, weil da abends zu sitzen und den Fisch genießen, ist schon eine besondere Location. Genau, das hier. So, diese ganzen, wir haben ja im Hotel 7 Cluster, nennen wir die. Das sind Gebäudeblöcke. Also das sind dann immer, wir waren jetzt gerade im 5er, jetzt laufen wir zum 6er. Okay. Die sind alle auch mit diesen offenen Brücken verbunden. Also man läuft jetzt nicht irgendwie durch einen dunklen Flur oder so, sondern es ist immer durch diese offenen Korridore, egal wo man ist, man hat immer tolle Ausblicke und es ist wirklich eine Freude, wenn man da auch nur rumläuft in der Anlage. Ich bin sehr froh, dass die auch gut beschildert ist. Ich wäre sonst hoffnungslos verloren. Das stimmt. Ja, das gehört so ein bisschen dazu. Viele Gäste das erste Mal sind ein bisschen verwirrt. Ich sage auch immer, das gehört dazu. Sieht auch ziemlich gleich aus alles. Ja, deswegen ist man ganz schnell verwirrt, in also welchem Cluster man gerade ist. Ja, wenn man ankommt, dann fahren wir die Gäste natürlich mit dem Wagen ins Zimmer zum ersten Mal. Dann gibt es auch einen Lageplan mit. Okay. Ja, ich denke mal, das ist wichtig, genau, so ein Lageplan. Ja, auch hier, aber es ist ja auch hier beschriftet, wo es lang geht. Und immer wieder diesen schönen Blick aufs Meer und auf die Lagunen. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, El Guna lädt natürlich auch dazu ein, einfach El Guna mal kennenzulernen. Nicht nur die Hotelanlage, sondern einfach auch ein bisschen was von Land und Leute mitkriegen. Hier haben ja viele Ägypter, haben hier ihre Ferienhäuser, internationale Menschen haben hier Ferienhäuser. Und abends mal nach Downtown zu gehen, mal an den Tamahenna-Platz sich setzen, das Tamahenna-Café, eine Shisha rauchen, mal einen Tee trinken oder was anderes. Und einfach mal das Treiben beobachten. Es ist ja Multikulti hier in Ägypten. Und das macht natürlich auch großen Spaß. Ich finde das immer klasse. Und dann kann man noch einen Touch weiterfahren nach Abu Tik Marina. In Abu Tik Marina sind die tollen Yachten. Das sind auch Bars und Cafés und Restaurants und Geschäfte, wo man shoppen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall, El Guna auch mal auf der Land- und auf der Wasserseite anzuschauen. Lohnt sich und ist auch gar kein Problem. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Also El Guna ist sehr safe, ist ein sicherer Ort. Also es ist gepflegt, es ist sauber. Man kann jetzt wirklich von unserem Hotel aus, vom Mövenpick aus, kann man zu Fuß, es geht Bürgersteige bis nach Downtown laufen. Das sind 10 Minuten. Okay. Und man kann da wirklich ohne Problem, auch als Frau alleine, also ich hatte da persönlich auch noch nie Probleme, das höre ich auch von unseren Gästen immer, die da alleine reisen. Man fühlt sich sicher, man fühlt sich gut aufgehoben, man fühlt sich wohl und muss auch nie irgendwie, man wird auch nicht bedrängt. Das ist in El Guna schon wichtig, das wird auch ein bisschen kontrolliert. Ja, das hört man ja öfter mal aus der Stadt, dass die Shopbesitzer einfach kein Feingefühl haben für Leute, die ein bisschen bummeln wollen und ein bisschen gucken wollen. Man wird gleich überfallen und genötigt, was zu kaufen. Genau, wie du sagst, dieses Bummeln, das ist halt wirklich, wie man das halt so kennt vom Italienurlaub oder so, wenn man abends im Hotel noch ein bisschen rausgeht und bummeln, irgendwo einen Kaffee trinken oder ein Eis essen, das kann man hier genauso gut, wie man das eben auch kennt.
So, jetzt sind wir dann gleich da. Ja Leute, ich lese gerade in den Kommentaren auch, dass die Preise angezogen haben. Das ist ein Phänomen, das spüren wir ja schon lange. Und nicht nur beim Reisen. Es sind ja auch die Lebensmittel teurer geworden. Es ist alles teurer geworden. Es ist auch vor allen Dingen das Fliegen teurer geworden. Das haben wir jetzt am eigenen Leib gespürt. Wir waren vor kurzem in Deutschland und wir haben für den Flug alleine fast 600 Euro bezahlt. Ich meine, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Und dann haben wir noch nichts getrunken und dann haben wir noch nicht gewohnt, noch nichts gegessen. Das kommt ja dann alles noch oben drauf. Das muss man jetzt einfach mal einkalkulieren. Ja? Wenn ich überlege, wenn ich in Deutschland Urlaub mache und in der Ferienzeit eine Ferienwohnung anmiete, kostet mich die locker mal zwischen 120 und 150 Euro am Tag. Da habe ich auch noch nichts gegessen und nichts getrunken. Also von daher muss man sich vielleicht auch so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass wenn man in ein anderes Land fliegt, das automatisch billig ist. Weil auch hier, wir leben ja hier, ist alles sehr viel teurer geworden. Ob das die Grundnahrungsmittel sind, Fleisch ist sehr teuer geworden. Fleisch war in Ägypten sowieso schon immer ein bisschen ein Luxusartikel. Milchprodukte sind sehr teuer geworden. Da die Ägypter keine Butter essen, gibt es hier auch nur fast nur importierte Butter. Die ist unglaublich teuer. Also 400 Gramm Stück Butter kostet um die 8 Euro umgerechnet. Das spiegelt sich natürlich auch im Verkaufspreis wieder. Wir sind hier im Fischrestaurant. Brigitte, das Fischrestaurant hat einen Namen. Genau. Wie heißt das? Das heißt Sayadin Restaurant. Sayadin auf Arabisch, ägyptisch-arabisch, heißt der Fischer. Also das ist wirklich so das Konzept einer Fischerhütte. Man sieht es auch, wie es gebaut ist. Wie ist eine, das mega. So eine wetterfeste Hütte, die da schon seit Jahren und Jahrzehnten am Strand ist. Mit diesem Holz, also es ist ein Seeweh, es ist da kein Marmor oder schicke Teppiche oder so. Es ist wirklich nur der Ort, der für sich spricht und natürlich die Attraktion. Wunderschön eingedeckt, auch mit Stoffserviette. Genau, der Ausblick. Also es ist wirklich schon ein spezieller Ort, der auch in der Luna sehr, sehr bekannt ist. Viele Leute aus der Luna auch kommen, um sich wirklich ein volles Fischdinner mal zu ermöglichen. Gönnen. Genau, zu gönnen. Ich winke euch ja immer von meinem Haus da drüben rüber. Oh ja, 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 wir, genau. Astrid und ich wohnen ja da drüben. Ja. Und von daher machen wir oft mal ein Morsezeichen. Genau, und schwimmst dann rüber. Ihr Lieben, das war ein Spaß. Ja. Nichts wäre schöner als so ein eigenes Stück Insel vor El Guna zu haben mit eigener Anfahrtsbrücke. Da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Live-Schalten machen bei Sonnenklar. Da sind wir weit entfernt. Aber wir haben ja das Glück, dass wir hier arbeiten. Wir leben und arbeiten hier. Wir leben hier. Das hat schon tolle Vorzüge. Also wie lange bist du jetzt in Ägypten? Ich bin über 20 Jahren schon da. Über 20 Jahre, genau. Wahnsinn. Ja, ja, ich habe gerade mal die Hälfte. Ja, da hat sich schon einiges verändert in El Guna auch. Ganz viel auch zum Positiven entwickelt. Das ist, gefällt mir immer noch nach. Gebacken kriegt man es nirgendwo, sage ich immer. Aber es ist wichtig, dass man sich immer das Gute rauspickt und aus allem das Beste macht und gerade auch im Urlaub. Ja, das möchte ich jetzt gerade nochmal betonen. Du hast dich jetzt hier bei unserem Rundgang als sehr kommunikativ und auch sehr interessiert gegeben und bist auch immer für die Gäste hier. Also nochmal Brigitte Gubran hier. Alle Mitarbeiter kennen sie. Sie ist von Anfang an fast dabei, seit Eröffnung des Hotels, fast seit Eröffnung. Hat immer ein offenes Ohr und ich sage immer aus auch meiner Erfahrung heraus aus der Hotellerie, nur gesprochenen Gästen kann geholfen werden, wenn irgendwas nicht passt, irgendwelche Wünsche da sind, direkt vor Ort äußern. Ich bin sicher, und das habe ich in allen Hotels so erlebt, wer seine Anliegen vor Ort anbringt, dem wird man helfen wollen. Man kann nicht zaubern, aber wenn es im Rahmen des Machbaren ist, denke ich, seid ihr dabei, oder? Genau, absolut. Ganz wichtig. Und auch wenn alles passt, freue ich mich natürlich auch, die Sonnenklar-Gäste ein positives Feedback, genau. Ein positives Feedback, genau. Also wenn was ist, melden Sie sich gut vor Ort. Wir haben auch deutschsprachige Gästebetreuung, aber ich bin auch jederzeit da und stehe zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Brigitte. Gerne. Das war sehr informativ. Ich bin immer wieder gerne hier. Wir waren ja nicht das erste Mal hier. Wir haben ja auch schon viele einzelne Live-Schalten hier gehabt. Ich gönne den Zuschauerinnen und Zuschauern einfach nochmal diesen schönen Blick hier aufs Rote Meer. Nahtlos übergehend in die Lagune. Ich laufe auch nochmal ein Stückchen vor, denn auf Facebook haben wir ja Time Unlimited, dass man den Verlauf der Lagune auch sehen kann.
Die geht hier aus dem offenen Meer gespeist, genau, unter der Brücke, ja, hier in die nächste, ja, Lagune rein. Und das ist auch das Schöne bei in Elguna. Alle Lagunen, das ist kein stillstehendes Brackwasser. Ja. Alle Lagunen sind mehr oder weniger irgendwo mit dem offenen, absolut, Meer verbunden. Ja, ja, ja. Man, ja, sieht, ja, man sieht und spürt da auch ein bisschen Ebbe und Flut. Das merkt man auch in, ja, den Lagunen. Und von hier aus hat man auch nochmal einen wunderschönen Blick rüber. So ganz bisschen kann man, ja, sehen. Da schauen die Sonnenschirme raus. Da ist der Ruhepool, ja, da ist die Ruhe-Area. Wer also wirklich seine Ruhe haben will, und man sieht, da sind auch Leute im Wasser. Genau, man kann da gut schwimmen. Da krault auch eine durch die Lagune. Man hat hier wirklich alle Möglichkeiten. Ja, ja, und hier sagt auch eine zu Recht wahrscheinlich, die Susanne Maurer, ich nenne sie mal beim Namen, Brigitte, die Seele des Hotels. Ja, und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Genau. Nochmal vielen Dank. Mein Gesicht kennen alle. Ich kann die Kamera jetzt hier nicht umstellen. Das funktioniert nicht mit der Technik, die wir hier haben. Ich sage auch Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und Sonnenklar TV wird aus diesem Urlaubschecker ferngesteuert ein neues YouTube-Video machen. Und dann haben alle die Möglichkeit, das von Anfang an nochmal zu schauen. Auch die, die sich später zugeschaltet haben. Wir waren heute im Mövenpick Resort and Spa in Elguna und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.